So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wir machen uns auf den Weg zum zweiten Stein, um Ramus zu beschwören. Und ich sehe gerade, Geist ist noch nicht einmal Stufe 4. Ah. Ich glaube, das Maximallevel von einem Chocobo ist 10. Erst Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Ach was. So in großer Gefahr schwebt sie nicht. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Okay, kann man da einfach da durch? Das könnte man probieren. Kann ich da drüber? Ja, sehr gut. So, gleiten im Schwung durch Halten von Kreis. Warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa... Oh, den nehmen wir mit. Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Warte ganz kurz, Kleiner. Das dauert nicht lang. Ja. Das wird nicht lange dauern, dann ist das Viech in Geschichte und zertrümmert. Sehr gut. Der gibt nämlich nicht so schlechte Erfahrungspunkte. Bin beeindruckt, Nacht. Yep. So, jetzt ist mein Chocobo wieder weg. Aber wartet, was sehe ich da? Nein, doch nicht. Ja, doch, da vorne bewegt sich was. Dabei war das nur die scheiß Pflanze da. Okay. Na gut, den Rest können wir eigentlich auch laufen, oder? Vielleicht kommt ja noch... Ach Gott, komm. Vielleicht kommt noch irgendwas. Ich lasse die Augen offen. Ah, das ist das. Ich kenne die Stelle. Da waren urviele Gockel. Also Gockelhähne. Wenn das die Mehrzahl ist. Falls ihr euch daran erinnert, ich weiß nicht mehr welcher Part, fragt's mich nicht. Ist auch schon lange her, dass ich wieder gespielt habe. Irgendwo geht's da rein. Ich hoffe, ich gehe richtig. Schaut's mal. Also da rein komme ich nicht. Da unten warten Gegner, die holen wir uns gleich. Und ab geht's. Hier räum ich auf. Meine Güte, knockt. Ganz vorsichtig, so, einmal auf den da unten. Der ganz alleine steht. Immer schön brav drauf auf die Nuss. Nice. So, gibt's da unten noch irgendwo was? Also zumindest sehe ich nichts. Okay, dann gehen wir weiter rauf. Wir sind eh gleich da. 200 Meter nur noch. Und dann haben wir es, dann haben wir es, dann haben wir es. Komm! Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Nacht, alles okay? Ja, ja. Passt schon. Alles super. Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Anscheinend, ja. Anscheinend. Da vorne ist sie schon. Alles okay, Nacht? Schaut's mal. Mega Phönix, sehr geil. Sowas nehme ich immer gern mit, sowas kann man nämlich auch nicht kaufen. So, wir berühren und viel Spaß mit der Cutscene.
muss gen Osten ziehen, zur Forschunghöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Forschunghöhle. Schnell! Okay, bringen wir's hinter uns. Zu Ramu! Wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Vorwärts! Ja. So, jetzt muss er sich erstmal ausruhen, der Nockt. Und jetzt geht's ab. Die sind so und so lächerlich. Geschichtlich wird das jetzt nicht mehr so spannend von den Kämpfen her. Außer natürlich die Schlusskämpfe oder die Bosskämpfe. Die werden noch hier interessanter. Aber diese kleinen Mobs da, die sind nicht wirklich stark. So, Reflexverstärker, Magieverstärker. Sehr gut. So, das ist wieder 8 Kilometer weit weg. Kann ich das gegen das Viech da hinten auch kämpfen? Oh, ein Drache! Wow, als wären wir in einem Rollenspiel oder so. Hey, das ist ein Greif. Den machen wir natürlich gleich mit. Und zwar mit Warp-Angriffen, nämlich dafür brauche ich etwas. Das weiß ich noch. Und zwar brauche ich eine Greifenfeder. Schieß mal drauf. Das wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich die da kriegen würde. Immer schön brav drauf und immer nur Bronto schießen lassen, vielleicht zertrümmert er mal irgendwas. Und gleich nochmal drauf schießen lassen. Die Viecher haben nicht wirklich mehr Chance gegen mich. Wie man sieht, die machen wir schon mit links fertig da. Zertrümmert, sehr gut. Irgendwas habe ich zertrümmert. Ich hoffentlich nicht seinen Schnabel. So, wir müssen allerdings, glaube ich, auf die Flügel gehen. Meine Güte, nur weil ich jetzt rausgegangen bin. Komm runter da, du Scheißviech. Ich drücke blocken. Jawohl. Sehr gut. Ah, scheiße. Jetzt habe ich nicht geschaut, ne? Macht er nichts. So, komm, komm, komm. Auf den Flügel. Nockt, steh auf. So, greifen Kralle habe ich gekriegt. Na, das brauche ich auch nicht. So, schieß mal drauf. Hast du irgendwas zertrümmert, Alter? Immer schön auf den Flügel, immer schön auf den Flügel. Hey, schaut euch den an! Überrascht? Greifenflanke. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube aber auch nicht, dass ich das bekommen habe, was ich gebraucht habe. Aber es ist ja wurscht. So, Chocobo rufen. Das wäre geschafft. Lasst uns zurückgehen und zocken. Ja, genau. Die Göttin sagt zu dir, du sollst dich beeilen und du musst doch das Ding finden vor den Imperialen. Und jetzt willst du zocken gehen, Nockt. Ja, lass mal uns Zeit. Genau, recht hast. Na. Ich will ja selber weiterkommen mit der Geschichte. Bis zu einem gewissen Punkt. Damit wir dann weitermachen können mit den Nebenmissionen. Die nehmen wir auch noch mit. Ist das lästig. Die sind schon tot. Ah, verdammt. Da muss man aufpassen. Das sind zwei, drei so welche Angriffe und man kriegt einen Fertigkeitspunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr gut. Ich will coole Bilder von dir machen. Kämpf lieber. Nee, du, lass mal. So, Chocobo. Vorwärts. Jo. Los, Kleiner. Und ab geht's. Na, ich drücke immer falsch. Also nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und... Oh,
Geht sich's aus? Sehr gut. Gott sei Dank. So, gib Gas. Wir müssen die verlorene Zeit, die wir jetzt bei den Kämpfen rausgehauen haben, wieder einholen. Und das geht mit dir ja ziemlich gut. Und steigst denn du auf Stufe 4 eigentlich? Die nehmen wir auch noch mit. Braver Junge. Und ab geht's. Sehr gut. Und was machen wir aus dir? So war das nicht. Und runter, schnell. Zack. Sehr gut. Und gleich hin. Zack. Ah, komm. Jetzt. Danke. Vorsicht. Und hin. Sehr gut. So, ganz kurz wieder zurück teleportieren da. Tut mir leid, ich brauche die Erfahrungspunkte, also die Fertigkeitspunkte da, dass sich das jetzt wieder so in die Länge zögert. Aber ich werde jetzt da auch keinen Cut setzen. So, schieß einmal auf das Viech, damit es ein bisschen mehr runter geht. Sehr gut. Seht ihr. Da heben wir uns einen Ding auf. Fort mit dir. So, komm, komm, komm. Mach ihm Schaden, da. Und gleich da nach hinten. Ja, ja, das geht ziemlich rasch, da. Fast 10.000 Erfahrungspunkte wieder. Das passt, das passt. So, nehmen wir mal das da. Die Maschine ist gegen Eis empfindlich. Oder auch nicht, keine Ahnung. Neben mir liegt eine Bombe, die nicht explodiert. Jetzt da. Moment. Und weg. Weg. Oh, Gott sei Dank. Ist unser. Perfekt. Was ist das? Scheint so. So, Moment. Mir hat auch jemand gesagt, dass ein Chocobo durchs Wasser laufen kann. Also dann? Das werden wir auch gleich testen. Vor uns. Tatsächlich, der kann schwimmen. Tatsächlich, der kann schwimmen. Das ist ja urgeil, das habe ich gar nicht gewusst. Ist ja ganz schön frisch. Ja. Das ist ja leibernd. Na, sieht man bei mir auch in Let's Play das erste Mal. Ich habe es wirklich nicht gewusst. So, jetzt ist er aufgestiegen auf Stufe 4. Endlich. So, dein Chocobo hat die Fertigkeit Chocobo Tritt erlernt. Sehr gut. Im Kampf kann er den Gegner nun mächtige Tritte verpassen. Mächtig. Man betone mächtig von einem Vogel. So motiviert sieht man dich selten. Aber es ist geil. Wirklich, ich hab's wirklich nicht gewusst, dass der schwimmen kann. Ich werde jetzt wieder rundum und umlaufen durch den ganzen See. Aber das ist ja, das ist wirklich geil. Danke, dass du mir das gesagt hast. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Ah, auf die pfeifen wir jetzt. Auf das pfeifen wir auch. Moment, was ist denn das? Ah, pfeif drauf, oder? Gehen wir weiter. Schauen wir, dass wir den dritten Stein da berühren. Oder was auch immer ich da jetzt machen muss. Achso, nein, ich muss in irgendeine Höhle rein. Ach Gott. Dieses Scheißgestrüpp, wirklich. Moment, doch. Ja, jetzt ist dunkel. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Ich schau mal ganz kurz auf der Karte. Ganz kurz auf der Karte. Oi, 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 oi. Na, das wird jetzt noch heiter weiter, Alter. Wirklich? Da muss ich durch. Das ist ja nur Gebirge. Von da bis da runter, eigentlich. Das heißt, ich gehe eigentlich falsch, oder? Also, es gibt einen Weg da durch. Was ich allerdings nicht glaube. Ansonsten werde ich... Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur heiliger. Danke. Steig mal da ganz kurz ab, Nockt. Bleib mal kurz stehen, Vogel. Nein, okay.
Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. So, wir müssen irgendwie einen Weg da durchfinden. Ich schätze mal, dass da irgendwo was gibt, wo wir durch können, so wie zum Beispiel hier. Da gibt es einen Weg, das ist schon mal gut. Und der Chocobo rennt da sogar lang, das ist leiwand. Das heißt, wir nähern uns keiner Dungeon. Und wir sind in der Nähe von irgendetwas. Ah, von der Chocobo Ranch, okay. Da sind wir, okay, okay. So, immer schön brav weiter, da. Den nehme ich mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Egal, was das für einer ist. Ah, das ist der normale. Der bringt mir nicht so viel, aber trotzdem nehme ich ihn mit. Den mache ich sogar alleine fertig. Schaut euch das an. Also Eis ist nicht so schlecht gegen den Typen. Ist das süß, 16, 17. Ist so süß. So, Moment. Ja. So, wieder rauf mit dir. So, lass einmal Prompto drauf schießen. Dann macht er ziemlich viel Schaden gegen die Viecher. 3000 irgendwas, gar nicht mal so schlecht. So, und weg ist er. Und einen Fertigkeitspunkt habe ich auch noch gekriegt. Na, ist ein Wahnsinn erst. So, da brauchen wir jetzt den Chocobo nicht rufen. Die 200 Meter können wir zu Fuß jetzt da auch weitergehen. Ich komme da ziemlich rasch voran, das hätte ich mir gar nicht gedacht. Ist gut, dass wir den raufgelevelt haben. Tue ich mal wirklich leicht. Ich würde gern gegen dieses Flammenviech dann nochmal kämpfen. Also gegen den mit dem Flammenschwert halt. Also war Luna tatsächlich in der Stalum. Iris hatte. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Zu nahe. Keine Panik. Uns passiert nichts. Hey, seht mal. Der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Jo. So, Dungeon. Da wären wir. Die Vorschauhöhle. Genau, die Vorschauhöhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. Nee. So, okay, haben wir noch fertig gesprochen. So. Allerdings machen wir hier Part Ende und wir machen die sogenannte Forschau-Höhle erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.